Was sagen uns die Geschenke? Niemand wird bestreiten, dass es gut und richtig ist, an Weihnachten einander zu beschenken. Aber das muss man lernen. Nicht nur der materielle Wert macht ein Geschenk kostbar, sondern etwas anderes. Wenn ich ein Geschenk bekomme, durch das mir jemand sagt, ich mag dich, du bist mir wertvoll, ich will dir eine Freude machen, dann kann selbst ein ganz kleines Geschenk mich viel glücklicher machen als ein ganzer Berg von Gold. Das größte und kostbarste Geschenk, das es je auf Erden gab, ist Jesus Christus, der für uns Mensch geworden ist. Wer Jesus lieb hat, der weiß, dass es nichts Besseres und Wertvolleres gibt, als Jesus zu kennen, ihn zu lieben und für ihn zu leben. Und warum gibt es Weihnachtsgeschenke? Ist es nicht so, wenn man selber glücklich ist, möchte man auch andere glücklich machen? So wächst das Glück und wird immer größer. Das möchten die Weihnachtsgeschenke sagen. Sei froh, denn Jesus liebt euch. Er ist für euch geboren und für euch von um euch von euren Sünden zu erlösen. Seid gut zueinander und habt einander lieb. Wenn ihr gestritten habt, dann bittet einander um Verzeihung. Versöhnt euch und seid froh, dass ihr einander habt. Wenn man das gut versteht und tut, wird Weihnachten tatsächlich zum Fest der Liebe. Schenke mit Geist ohne List. Sei eingedenk, dass dein Geschenk du selber bist. Thank you.
wieder, ist beim Bad Göckinger Adventskalender ein Dirl aufgemacht worden. Ein Zeichen, dass wir von Tür zu Tür unterwegs sind zu dem ganz großen Tor nach Bethlehem rein. Und es ist schön, dass wir da versammelt sind und nehmen uns gegenseitig zumindest geistig unter den Arm, direkt darf man es ja nicht machen, dass wir sagen, okay, pack du dein Binkerl zusammen, pack du dein Binkerl zusammen in den Mainz. Wir gehen so beladen in Richtung Bethlehem. Sicherlich ist es in dem Moment auch, ja, schmiedet sich der Gedanke an, dass sich das nicht auf Bad Göckingen allein beschränkt und die es uns geschenkt ist, dass wir da benannt sein dürfen. Lass uns die Gedanken da kurz nochmal nach St. Petersburg abschweifen und auch dort die mitnehmen zu diesem Bethlehem, wo es eigentlich nur darum geht, um der Menschheit zu zeigen, wie das geht, überhaupt Mensch zu werden. Und weil vorher vom Engel da die Rede war, vom Schenken, man glaubt ja nicht, was man mit Kleinigkeiten dort nachhaltig bewegt. Ich erinnere mich so gern daran, wo mir mal die Irina Tymkova gesagt hat, du, wenn du das nächste Mal nach St. Petersburg kommst, ich hätte da eine alleinerziehende Mama, die hat für ihr Kind nichts. Könntest du einfach einmal für ein vierjähriges Kind das mitnehmen, was deine Frau glaubt, was so ein Kind braucht? Okay, sage ich, die ist da Spezialistin, die macht das, die sucht da was zusammen. Ja gut, dann haben wir so einen Koffer da zusammengepackt, lauter Klamotten. Und da war bei uns dann nur so ein, wo man die Beutel so zusammen sich so ein Puzzle rumlegen, das man also vor Kindergartenkinder normalerweise anbietet. Und das habe ich im Koffer ganz unten eingelegt und dann bin ich mit diesem Wackerl da nach St. Petersburg halt geflogen. Wir sind dort dann gleich zu dieser Dame hingegangen. Da muss ich sagen, das war schon was Außerordentliches, weil als wir vor dem Haus gestanden sind, hätte ich mir nie gedacht, wie es hinter der Fassade ausschaut. Das Haus war von außen total in Ordnung, so ein neoklassizistischer Bau, 4 oder 5 Stockwerke hoch und schöne Haustür. Und man denkt, na, bin ich gespannt, was es da auf uns zukommt. Wir gehen da rein, allein das Treppenhaus hat mich dann am Boden der Tatsachen mal wieder runtergebracht. Das müssen Sie sich dann so vorstellen, da kommen wir rein, da ist in der Mitte ein Aufzug. Und dann gingen halt die Treppen so im Kreis rum, so nach oben. Und wir stehen ja vor dem Aufzug. Da sage ich zu Irina, du, wir fahren aber nicht jetzt im Ernst mit dem Aufzug dann auf. Ach, sagt sie, Quatsch, der läuft seit 80 Jahren. Der wurde gleich noch im Krieg gebaut und das, der geht immer noch. Und man muss sich das so vorstellen, dass das praktisch ein Käfig in einem Käfig war. Da muss man aufpassen, dass man da mit den Fingern nicht an der Wand irgendwie rumfingert, das ist nichts. Und dann, hat er, wenn man da neigt, dann federt der so durch, bis halt die Seile dann nochmal gespannt sind. Wir haben dann doch das als bessere Methode gewählt, weil sie mir gesagt hat, schau dir mal bitte das Treppenhaus an, da kommen wir nie auf. Da haben schon mal 3 Treppen gefehlt, wo ein Loch drin war von 1 Quadratmeter. Und da musst du also in der Finstern schon aufpassen, dass du nicht runtersegelst. Oben dann bei der Wohnung, es war eigentlich eine 5-Zimmer-Wohnung, also 4 Zimmer und eine Küche. Und mit dem kleinen Beigeschmack, dass in dieser Wohnung in jedem Zimmer eine eigene Familie war und bis zu 5 Familienmitgliedern. Die haben sich dann die eine Toilette und die eine Küche geteilt, wo jetzt ich da nicht näher drauf eingehe, wie wir die ausgeschaut haben. Wir waren also dann in dem kleinen Zimmer drin von der Dame und von dem kleinen Bub. Wie das so ist, die Mama freut sich sehr über die Klamotten, die bleiben vom Kind unbeachtet. Und irgendwann einmal kommt das Puzzle da raus. Ne? Und der hat jetzt nicht gewusst, was man damit anfängt. Ja, dann habe ich mit so einem Boni geguckt und
Also viel Platz ist er da nicht gewesen. Also wenn das Zimmer mal 12 Quadratmeter gehabt hat, dann war alles beieinander. Fenster übrigens zugepackt mit Plastikfolien, weil da ein Schein gefällt hat seit längerer Zeit. Aber die gibt es einfach nicht. Dann habe ich da geguckt und habe ihm das mal gezeigt und habe das umgedreht. Und dann habe ich halt ihm so gezeigt, wie man halt so die einzelnen Teile so zusammenlegt. Ne? Und man sieht da mal bei so einem Kind, wenn der dann sieht, wie das Bild wächst und dann er dann unter einer irren Anspannung versucht, das letzte Puzzle da jetzt irgendwie reinzupressen. Mein Gott, also dass ein Kind zittert vor Aufregung, sich so einem primitiven Puzzle da. Wir haben das dann natürlich 3, 4, 5, 6 Mal hintereinander gemacht. Und es ist immer perfekter geworden, wie das Kind hat, ganz hat es noch nicht zusammengebracht. Aber wie wir dann gegangen sind, kann ich nur sagen, was der Engel vorher gesagt hat. Mit so einer Kleinigkeit das Kind dermaßen bewegen, dass er die Mama mal zurückgelernt hat und hat einfach einmal das spielende, wirklich freudig erregte Kind da zugeschaut. Ja, das war ein ganz großes Kino für uns. Und Irina und Emil sind dann etliche Zeit schweigend von diesem ach so schönen Haus da weggegangen, in unsere warmen Buden. Aber wenigstens diese erregende Freude, die hat uns schon auch bewegt. Ich muss sagen, wir waren dann zum Schluss eigentlich wahrscheinlich genau in der Verfassung wie der kleine Bub. Und sie ist einfach absolut gut gegangen. Ich habe dann wieder an die gedacht, die mir damals diese Klamotten fürs Kind und wo das Puzzle hergegeben ist, weiß ich gar nicht mehr. Ich habe mir nur gedacht, einfach vergeht's gut, was ihr mir anvertraut habt, was ich vermitteln durfte. Sie wissen ja, aufgrund der von der bayerischen Staatsregierung beschlossenen Maßnahmen müssen wir es wirklich jetzt darauf beschränken, dass uns nur noch Geistiges und Geistliches nach Petersburg begleitet. Das soll aber so bleiben. Es wird jetzt in den nächsten Tagen keine reelle Präsentation mehr hier vor Ihrer Kirche da geben. Wir versuchen das virtuell weiterzumachen. Also bitteschön, bleiben Sie uns treu, wenn es da Aufrufe, Bad Göttinger Adventskalender, müsste in den nächsten Tagen dann was drin sein. Also wir sind fest entschlossen, dass wir halt alle zusammen dann, wie es uns jetzt nur im Verhältnis nach St. Petersburg sowieso von vornherein nur möglich war, wir kämen immer zueinander, wir dürfen uns immer versammeln, ab Mittwoch ist es soweit, dann bleiben wir uns geistig und geistlich verbunden, weit über die Ortsteile von Bad Göcking raus. Wir brauchen es wirklich, die Welt braucht es wirklich, dass sie zusammenwächst, nicht irgendwie, sondern ganz im Geist von diesem kleinen Jesuskind. Ja, also ab morgen, also heute ist es zum letzten Mal, dass wir diesen Bad Göckinger Adventskalender geöffnet haben. Es hat im Vorfeld sehr viel Mühe gemacht, muss ich jetzt sagen, und bei wem ich mich wirklich ganz herzlich bedanken will, ist unsere Landjugend. Die waren alle da, egal ob Ordner, dann sind sie, die Engeln haben es, also die Vorträge waren alle von unserer Landjugend. Und ich muss sagen, die, egal welche Arbeit, Ordner oder Hilfe beim Aufbauen, die hast du alles einfach brauchen können. Dann Mitglieder von unserem Frauenbund sind genau heute. Das ist jetzt schon, passt irgendwie, dass das heute so miteinander der letzte Abend ist. Die haben geholfen beim Schmuck, beim Mitaufbauen. Dann haben wir noch den Männertrupp, die ja schon seit 20 Jahren unsere Krippen aufbauen. Und dann zum Beispiel aus dem vom Pfarrgemeinderat Mitglieder, dann von der Kirchenverwaltung. Und natürlich zuletzt auch bei unseren ganzen Musikgruppen, die alle unentgeltlich gespielt haben, wie jetzt der Martin, die sind bis vor Pfaffenhofen runtergefahren.
Es war ein ganz schönes Miteinander, aber wie er sagt, die kennen das, dass das virtuell jetzt weitergeht, rufen sie es einfach auf. Und wie gesagt, alle nochmal ganz herzlichen Dank. Und dann haben wir nur eine Adventskalender-WhatsApp-Gruppe, bei denen hat es wahrscheinlich den ganzen Tag nur Pfiffer, was halt zum Organisieren war. Es war natürlich auch schwierig unter den Corona-Bedingungen, aber wir wollen uns ganz stark daran halten. Dafür sagen wir einfach Danke. Und was ich jetzt auch wirklich sagen muss, ist bei unserem Herrn Pfarrer bedanken. Er hat drin so viel gemacht, was möglich war. Und auch heraus, dass wir das überhaupt mal beginnen durften. Wir haben nicht gewusst. Wir haben gesagt, ab da, wo der Herr Söder sagt, geht nicht mehr, hören wir sofort auf. Das ist jetzt so. Aber damit alle den Segen auch am Bildschirm, die uns aufrufen kriegen, bitte den Herrn Pfarrer noch, bevor die nochmal Musikstücke kommen, um den Segen. Danke. Liebe Schwestern und Brüder, es ist eine schwierige Zeit. Wir alle wissen schon, leider heute wird der letzte Tag mit unserem lebendigen Adventskalender. Aber diese Erfahrung, wir tragen weiter in unseren Herzen. Sicher, das wird ein Segen sein. Bevor ich Ihnen die Segen gebe, beten wir gemeinsam das Gebet, das Jesus uns zu beten gelehrt hat. Nicht nur für uns, sondern für die ganze Welt. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft. In Herrlichkeit, in Ewigkeit. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt in der Stunde unseres Todes. Amen. Der Herr sei mit euch. Es segne, begleite und behüte euch der uns liebende Gott, unser Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, ich wünsche Ihnen allen eine gesegnete Advent- und Weihnachtszeit. Bleiben Sie gesund. Amen.